Seit 1400 Tagen ernähre ich mich nur von dem, was aus diesem Garten kommt. Das heißt, ich kaufe gar kein Gemüse und gar kein Obst dazu. Heute bin ich bei jemand ganz Besonderem zu Besuch, und zwar ist das Don Giardino. Und einige kennen ihn vielleicht von Instagram oder Twitter, da bist du recht aktiv. Und dieser Mann hat eine wirkliche Gartenbotschaft, kann man nicht anders sagen. Setzt sich ein für den Erhalt alter Sorten, hat ganz große Pläne und einen ganz tollen Garten. Und da sind wir heute zu Besuch. Ja, und ich muss sagen, also wirklich jeder Garten, den man besuchen darf, man lernt immer irgendwas Neues. Wir haben uns jetzt schon 3 Stunden über alles Mögliche unterhalten, über Artischocken, wie man die zum Fruchten bringt, über Mulchen, über Therapeuter, über ganz verschiedene Sachen, Saatgutentnahme. Haben wir natürlich nicht alles gefilmt. 3-Stunden-Video könnte ein bisschen langweilig werden. Das könnte wohl sein. Aber ja, wir sprechen jetzt einfach ein bisschen, weil er hat wirklich eine ganze Menge zu sagen. Erstmal, warum machst du das? Das ist bei dir schon ein bisschen mehr als ein Hobby, oder? Das ist definitiv mehr als ein Hobby, weil es der zeitliche Aufwand, der ist einfach so groß geworden, dass es eben kein Hobby mehr sein kann. Ich meine, angefangen hat das Ganze mit der Selbstversorgung an sich und auch mit dem Wunsch, halt zu beweisen oder zeigen zu können, dass wir alles, was wir essen und sogar noch darüber hinaus, weil Artenvielfalt ist halt umfangreich, dass wir alles auch ökologisch anbauen können, dass wir überhaupt gar nicht wirklich auf konventionellen Anbau angewiesen sind, weil eben auch wirklich alles im ökologischen Landbau funktioniert. Und die Symbiose aus der Selbstversorgung und dieser Leidenschaft der Artenvielfalt, der hat mich halt dazu getrieben, dass ich immer mehr angebaut habe, dass das Projekt immer größer geworden ist. Und mit jedem Schritt, den ich gegangen bin, habe ich festgestellt, dass mehr Biodiversität auch mehr Artenvielfalt bedeutet. Das heißt, dass nicht nur die Pflanzen an sich ein breiteres Spektrum, einen gedeckteren Tisch ermöglichen, sondern dass auch immer mehr Insekten sich ansiedeln und eben davon mit profitieren. Das heißt, dass eine Symbiose aus einer großen Biodiversität auch einen großen Impact auf die Artenvielfalt an sich hat. Also Biodiversität und Artenvielfalt gehen in Einklang miteinander. Und umso mehr man sich da reinsteigert und umso größer so ein Projekt wird, desto zeitaufwendiger wird es eben. Und dann kann es auch irgendwann kein Hobby mehr sein. Was würdest du schätzen? Im Durchschnitt, wie viele Stunden pro Tag bist du hier am Werkeln? Mittlerweile würde ich sagen, es gibt natürlich Tage, wo du nur 5 oder 6 Stunden im Garten werkelst. Jeden Tag? Dabei sage ich jetzt nur, denn meine regulären Zeiten hier, die liegen circa bei 12 bis 15 Stunden mittlerweile am Tag. Das ist dann während der Dürreperiode zum Beispiel im Sommer. Dann sitze ich hier auch oft mal bis 12 Uhr nachts und gieße. Ne? Also ich mache alles von Hand, ohne Maschine. Hier gibt es keine Bewässerungssysteme. Das heißt, es muss wirklich intensiv vorgegangen werden. Das hat aber auch Vorteile, denn durch diesen intensiven Kontakt mit den Pflanzen und da halt keine automatisierten Prozesse ablaufen, kann ich mir Zeit nehmen, die Pflanzen zu beobachten. Und genau da liegt die große Stärke der Permakultur. Durch Beobachtung stellt man Probleme frühzeitig fest und kann frühzeitig interagieren. Der Bauer, der auf seinem Feld den Kartoffelkäfer erst dann bemerkt, wenn eine halbe Fläche abgerodet ist. Natürlich muss der die chemische Keule zum Einsatz bringen. In der Permakultur funktioniert es, dass du den ersten oder den zweiten Käfer bereits erblickst, dich an ihm erfreust, weil es ein schönes Insekt ist. Denn so ein Kartoffelkäfer ist nicht nur ein Schädling, sieht ganz gut aus. Ja. Und als ich meinen ersten gesehen habe, war ich sehr, sehr fasziniert von dem Käfer und habe ihn mir erstmal stundenlang angeguckt. Mhm. Es ist nun mal so, dass man halt frühzeitig reagieren kann. Man sieht, dass das Problem da ist und man kann es einfach bekämpfen, indem man es absammelt. Ich bin dann noch so großzügig und spendiere den Kartoffelkäfern meistens am Ende des Gartens zusätzlich jeden Tag noch 1-2 Triebe, damit die auch was zu essen haben. Mhm. Denn ich will ja eigentlich nicht, dass die getötet werden. Also muss ich auch dafür sorgen, dass sie was zu essen bekommen.
jedes Lebewesen benötigt Nahrung. Und wir können nicht nur, weil wir meinen, die Kartoffel für uns entdeckt zu haben, verlangen, dass auch kein Insekt sich an der Kartoffel bedienen darf. Die wollen auch was essen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es darf halt nicht Überhand nehmen. Und dafür ist die Permakultur ideal geeignet. Denn im kleinen Rahmen ist die Überschaubarkeit einfach gegeben, dass man schnell genug reagieren kann, sodass es kein Ernteausfall wird. Das heißt, in der Permakultur, das ist ja so ein Thema, viele reden davon. Ich glaube, die wenigsten verstehen das wirklich. Ja, es ist so, dass natürlich viel Trend damit reingekommen ist jetzt im letzten Jahr. Ärgert mich ein bisschen was, weil die Permakultur an sich im Grundprinzip, was jetzt Erträge angeht, nicht auf der größten Skala mitspielt. Das muss man einfach dazu sagen. Es gibt aber modifizierte Formen der Permakultur, so wie meine, die regenerative Milch- und Permakultur, wo eine Symbiose einhergeht, wo viel Ertrag geleistet werden kann, weil man halt eine biointensive Anbautechnik praktiziert, aber man hat auch den Vorteil, dass man Artenvielfalt, Biodiversität fördern kann, der Verzicht auf Pestizide. Also das hat alles schon ein schlüssiges Thema, das wieder zusammenkommt. Fakt ist aber, dass es nun mal ein Trendwort geworden ist, weil es sozusagen das Gegenstück zur konventionellen Landwirtschaft sich so ein bisschen entwickelt hat. Das finde ich ein bisschen traurig. Es ist auch schade, weil es so eigentlich nicht stimmt. Und es sollte auch gar kein Trendwort bleiben, denn Permakultur bedeutet intensiver Aufwand. Permakultur bedeutet arbeiten, meine Lieben da draußen. Wer denkt, dass Permakultur bedeutet, dass ihr irgendwo ein paar Samen pflanzt und das dann alles der Natur überlasst und dass das dann wird, da möchte ich euch mal aus eurer heilen Welt rausholen. Permakultur bedeutet, dass man stundenlang am Tag aktiv arbeitet, beobachtet, dass man interagiert mit den Pflanzen und halt, wie gesagt, frühzeitig reagiert, sobald Probleme da sind. Sieht man auch an deinen Händen? Tja, die Hände eines Permakulturisten haben Schwielen. Ohne Schwielen keine Permakultur. Was hältst du denn von solchen Leuten, die von Permakultur sprechen und dann sagen, ja, du brauchst in der Woche 2 Stunden im Garten und kannst eine 6-köpfige Familie unterhalten? Das ist totaler Quatsch. Also wer euch erzählt, dass er mit 1 oder 2 Stunden im Garten irgendwen ernährt, ja, der erzählt euch Blödsinn. Denn wenn du wirklich jemanden ernähren willst, müssen Mengen her. Und deswegen würde die reine Permakultur oder beziehungsweise deswegen praktiziere ich hier keine reine Permakultur, denn hier wird im Market Gardening System gearbeitet. Das heißt, es werden Reihen angelegt, breitere Reihen, natürlich nach Konzepten der Permakultur, aber die sind schon auf einen biointensiven Ertrag aus. Ja? Also der Ertrag, der muss stimmen, denn ohne Erträge funktioniert Selbstversorgung einfach nicht. Wer sich jetzt denkt, dass man in 2 Stunden so viel Gemüse ranschafft, dass man damit eine ganze Familie ernähren kann, der ist einfach auf dem Holzweg. Man benötigt viel, viel mehr Zeit. Ich würde sagen, dass man für eine 4-köpfige Familie ca. 4 bis 5 Stunden pro Tag investieren muss. Bei welcher Fläche? Welche Fläche würdest du? Bleiben wir mal bei der 4-köpfigen Familie. Also ich habe meinen Garten, der ist ungefähr 200 Quadratmeter. Den kann ich jetzt allerdings nicht nur für Gemüse verwenden. Da muss auch ein bisschen Obst hin. Wir sprachen eben drüber, als es um Kompostwirtschaft geht. Mhm. Man braucht auch Flächen, die mal brach liegen. Man braucht Flächen, die allein die Grünmasse, wenn man es nicht irgendwo zukaufen möchte. Das ist richtig. Mal davon, würden diese 200 Quadratmeter Gesamtfläche reichen für die 4-köpfige Familie? Nein. Nein. Definitiv nicht. Ich habe dazu in meinem Buch, das ich geschrieben habe, auch dem Ganzen einige Zeilen gewidmet. Wie viel Quadratmeter man benötigt, um wirklich effektive Selbstversorgung betreiben zu können. Wenn jemand jetzt 100 Quadratmeter zur Verfügung hat, meine Anbautechnik von A bis Z kennt und diese praktiziert auf 100 Quadratmetern, dann ist derjenige in der Lage, ca. 380 Kilo bis 400 Kilo Gemüse, vielfältiges Gemüse, also schon diverse Kulturen. Also nicht nur Zucchinis? Nein, nicht nur Zucchinis, sondern wirklich auch viele, viele verschiedene Sorten. Ob es jetzt Aubergine, Paprika ist oder andere Kulturen, die jetzt nicht so unbedingt perfekt sind für Selbstversorger, weil die halt einen längeren Zyklus benötigen. Aber in der Summe ist es so, dass 100 Quadratmeter, wenn du die straff koordiniert als reine Anbaufläche nutzen kannst, 100 Quadratmeter für eine Person entsprechend sind. Das bedeutet für eine 4-köpfige Familie, wenn es 4 erwachsene Personen sind, dass du schon 400 Quadratmeter intensiv bewirtschaften musst. Mhm. Das ist, lässt sich auch nicht viel dran rütteln. Man kann natürlich sagen, wenn man jetzt mehr Fläche hat, dass du gewisse Kulturen anbauen kannst, die größere Erträge abwerfen und dir dafür dann auch leisten kannst, auf anderen Bereichen Kulturen anzubauen, die eben wenig Erträge abliefern. Aber für die geschmackliche Vielfalt und für den reich gedeckten Tisch einfach was Schönes sind. Also es geht da aber nicht um eine reine Selbstversorgung. Du isst ja auch Fleisch. Ich esse auch Fleisch. In den 100 Quadratmetern ist ja
keine Tierhaltung mit. Nein, man muss die Selbstversorgung aber auch differenzieren. Ne? Selbstversorgung bedeutet ja nicht gleichgesetzt, dass man alles was ja. man haben möchte, auch selber anbaut. Ich habe lange Zeit, mich mit dem Wort Selbstversorger gar nicht erst identifizieren können. Mhm. Denn, sagen wir mal so, woher kommt das Ganze hier? Der Ursprung des Ganzen liegt bei meinem Großvater. Ihm habe ich über die Schulter geschaut, er hat mich gelehrt, er hat mir gezeigt, wie man Tomaten kreuzt, er hat mir viele Sachen beigebracht aus dem Garten. Mein Opa hat aber niemals von Selbstversorgung gesprochen, denn das Wort Selbstversorger existiert im Italienischen gar nicht. Also ist Selbstversorgung für mich ja erstmal so ein Thema gewesen, okay, man hat das Wort mal aufgeschnappt, man hat sich damit beschäftigt. Ich habe lange darüber gegrübelt. Als ich angefangen habe, auf Twitter oder auf Instagram zu posten, da war noch nicht die Rede vom Selbstversorger. Der Selbstversorger bin ich erst 2018 geworden, 2019. Warum? Weil ich da erkannt habe, dass Selbstversorgung eben schon früh anfängt. Man kann sich schon früh einen Selbstversorger nennen. Aber ich habe lange Zeit geglaubt, ich müsste alles selber herstellen. Ich müsste Fleisch selber herstellen, ich müsste Gemüse selber herstellen, das Obst selber anbauen und dann wäre ich erst der Selbstversorger, wenn ich mich komplett selbst versorge. Das ist aber überhaupt gar nicht so. Du bist eigentlich Selbstversorger, sobald du den Gedanken hegst, irgendetwas anzubauen, um es nicht mehr kaufen zu müssen. Da fängt das Ganze an. Natürlich ist das so der Anfangsstep der Selbstversorgung. Richtige Selbstversorgung ist umfangreich. Aber richtige Selbstversorgung bedeutet auch ein dementsprechender Zeitaufwand und der ist für viele Menschen einfach gar nicht praktizierbar. Da muss schon die ganze Familie meistens dann mitarbeiten. Bestenfalls. Schau mal, Sascha. Das hier ist für mich eine total wichtige Kultur. Für viele Leute magst du vielleicht jetzt hier Teefenchel, nichts Besonderes. Für mich ist es eine besondere Kultur, weil diesen Bereich, den du hier siehst, das ist permanente Permakultur. Das heißt, diese Kulturen, die bleiben über mehrere Jahre ständig hier stehen. Die sorgen durch ihre Blüte im zweiten Jahr, im zweiten Standjahr dafür, dass viel Artenvielfalt und viele Insekten sich hier popularisieren und wohlfühlen. Nimmst du jetzt zum Beispiel den Schwalbenschwanz. Der Schwalbenschwanz ist einer der Schmetterlinge, der benötigt gewisse Futterpflanzen. Der Fenchel, der Teefenchel, ist ideal dafür geeignet und hat hier für spektakuläre Aufnahmen gesorgt, auch für viel Freude bei den Kindern. Und permanente Permakultur ist sehr, sehr wichtig. Warum? Weil man da einfach gar nichts machen muss. Man kann eigentlich permanent jedes Jahr immer wieder ernten, ohne dass großer Aufwand betrieben werden muss. Es muss nicht umgegraben werden, es muss eigentlich gar nichts gemacht werden. Es gibt viele permanente Permakulturen. Man muss halt für sich herausbekommen, welche Kulturen einem einen großen Nutzen bieten, was jetzt auch die Weiterverarbeitung angeht und welche Kulturen eben weniger interessant für einen sind. Es gibt aber ein großes Spektrum. Viele sind natürlich im Kräutersegment angesiedelt, aber auch im Gemüsebereich findet man, wie gesagt, den grünen Spargel, die Artischocke, die sich wunderbar als permanente Permakultur eignen. Eine weitere wäre zum Beispiel Topinambur. Ist auch eine permanente Permakultur, weil die Knollen, wenn man sie in der Erde belässt, im nächsten Jahr natürlich auch sich weiter verbreiten und wiederum neue Pflanzen hervorbringen. Was ist denn jetzt für dich das Ziel der Selbstversorgung, also der Antrieb wirklich bis zu 10 Stunden im Garten zu stehen? Und das ist ja harte Arbeit. Mhm. Und würdest du vielleicht noch was mit Bananen? Kannst du nicht selber anbauen? Kaufst du die dazu? Also, bei mir ist es so, ich denke, jeder Selbstversorger muss für sich selbst entscheiden, was er jetzt noch zukauft oder nicht zukauft. Bei mir ist es so, Selbstversorger bezeichne ich mich ja erst seit kurzer Zeit, obwohl ich wahrscheinlich viel, viel mehr anbaue als viele, die sich Selbstversorger bezeichnen. Es ist aber nun mal so, dass ich aus der Neugier heraus einfach gesagt habe, wo sind die Grenzen? An wie weit kannst du gehen? Ja, die Grenzen sind folgende. Seit 1400 Tagen ernähre ich mich nur von dem, was aus diesem Garten kommt. Das heißt, ich kaufe gar kein Gemüse und gar kein Obst dazu. Das heißt, auch keine Bananen. Es wird nichts hinzugekauft. Es wird nur von dem gegessen, was ich jetzt habe. Fleisch, was ich jetzt nicht produziere, das kaufe ich natürlich noch ein. Getreide wird auch eingekauft. Ne? Und ich habe jetzt hier, okay, Getreide esse ich jetzt nicht so viel. Ich habe viel Pseudogetreide, ob es jetzt der Mais ist, der Amaranth ist, die Linsen. Da lässt sich sehr, sehr viel draus machen. Aber die bedeuten natürlich immer den entsprechenden Mehraufwand, weil das halt aufwendige Kulturen sind. Jetzt ist es so, dass man auf einige Dinge eben verzichten kann, auf einige Dinge eben nicht verzichten kann. Und deswegen geht diese komplette Selbstversorgung, eigentlich ist sie fast utopisch. Also dass man sagt, dass man alles, was man isst, selber produziert, als Einzelperson gewährleistet bekommt, das ist schwer, das ist viel zu schwer. Als Einzelperson kannst du eine Familie komplett
in der Selbstversorgung mit Gemüse und Obst versorgen. Das ist machbar, aber die komplette Versorgung funktioniert jedenfalls nicht in einem normalen Rahmen, wenn man so wie ich habe jetzt 1500 Quadratmeter. Also wer jetzt wirklich die komplette Selbstversorgung anstrebt, der braucht schon einen Hektar. Ne? Du brauchst auch Flächen, wo eben das Vieh Futter bekommt. Denn Selbstversorgung würde dann auch voraussetzen, dass du das Nahrungsmittel für dein Vieh auch selber anbaust. So ist das zum Beispiel bei meinen Hühnern. Das Maisfeld, was du eben hinten gesehen hast, das ist Hühnerfutter. Okay. Ja, also ich produziere das Futter für die Hühner selbst. Und das ist ein Teil der Selbstversorgung, um auch zu verstehen, wie viel Aufwand muss man gewährleisten, um auch diesen Teil der Selbstversorgung abgedeckt zu bekommen. Das heißt, diesen schönen Rainbow-Mais, den du da gerade hast, ja, da machst du kein Popcorn draus? Nein. Gar nichts? Nein, nicht, das, nicht so ein bisschen? Ja, natürlich ein bisschen. Ja, ich habe ja Kinder, die werden sich schon freuen. Ne? Also so ein bisschen Popcorn geht natürlich immer. Aber das ist in erster Linie als Hühnerfutter gedacht. Du hast ein Buch geschrieben, hatte ich schon mal bei Instagram gesehen. Mhm. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Mhm. Werde ich in Kürze nachholen. Weiß aber, sehr viele Leute lieben dieses Buch. Also ich habe schon auch von anderen, die ich kenne, sehr positives Feedback bekommen. Und da fand ich doch direkt, das gehört in unseren Shop zu Borago. Okay. Und da ist es jetzt auch erhältlich. Cool. Worum geht's da? Also im Endeffekt, das Buch, das ist ein Sammelsurium. Also es ist zusammengestellt aus diversen Bereichen. Also der erste Abschnitt des Buchs beschreibt so meine 4 Jahre, wie ich das Ganze so in die Wege geleitet habe, vom Grundgedanken her bis zum fertigen Projekt. Und es sind die ersten Jahre im Endeffekt erklärt, wie ich mit der Selbstversorgung angefangen habe, wo die Schwierigkeiten waren, was mich runtergezogen hat und demotiviert hat, wie ich mich wieder motivieren konnte. Und das baut so den ersten Abschnitt. Das ist der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Selbstversorgung an sich. Also mit den Pros und Kontras der Selbstversorgung. Wo liegen die Vorteile? Wo liegen die Nachteile? Wie viel Zeitaufwand benötigt man für die Selbstversorgung? Das ist der zweite Abschnitt. Der dritte Abschnitt im Buch, das ist ein Rezepteteil. Da habe ich wesentliche Rezepte reingemacht. Ja, die sind halt praktisch, weil es sind erprobte Rezepte. Es sind Rezepte, die eben für Selbstversorger nützlich sind. Das ist jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, kein Leitfaden, mach das so, so oder so. Du beschreibst, wie du es machst. Ganz genau. Also das war eigentlich das, was ich absolut nicht haben wollte, einen Leitfaden zu schreiben, dass du sollst es so machen. Ja. Davon halte ich einfach gar nichts, denn das ist Blödsinn. Es gibt beim Gärtnern, das Gärtnern ist ein umfangreiches Wissen und die Lehre, die endet nie. Das heißt, du wirst, wenn du stirbst, das Wissen des Gärtners haben. Ja? Aber ansonsten hast du ein Potenzial an Wissen, ein anderer hat ein anderes Potenzial, aber das ist so umfangreich, das Wissen. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie du es zu machen hast. Ich kann dir nur sagen, wie ich es mache und wie ich zum Erfolg komme. Und genau das ist das Konzept, das ich im Buch gefolgt, dem ich im Buch auch gefolgt bin. Ich erkläre, wie ich die Dinge mache. Wenn dich das inspiriert, das genauso zu machen, schön. Wenn dich das inspiriert, es anders zu machen, auch schön. Wichtig ist ganz einfach, sich mit der Thematik generell zu beschäftigen. Und bei mir, die Motivation in dem Buch lag ganz einfach da, dass ich gesagt habe, wir jammern alle von Artenvielfalt, die stirbt. Die stirbt aber nun mal nicht ohne Grund. Das Sterben der Artenvielfalt hat einen Grund und der ist Butter bei der Fische, es sind Pestizide, sind wir, die zu invasiv vorgehen, es sind wir, die Bodenflächen versiegeln und das muss sich eben ändern. Und ich denke, dass die Permakultur und generell die Selbstversorgung ein probates Mittel sind, um viele Probleme zu lösen. Also ich glaube, wir könnten uns über diese Themen stundenlang unterhalten. Sicher. Machen wir aber nicht, weil Nein. Das kann man ja in deinem Buch nachlesen. Das kann man nachlesen. Deshalb würde ich sagen, wir zeigen jetzt einfach noch so ein paar Sachen und besonders interessant, das ist ja auch so ein Steckenpferd von dir, das sind die Tomaten. Ja. Wer kann das besser nachvollziehen als ich? Tomaten, bin ich verrückt. Ja, das ist ganz Wahnsinn. Ehrlich. Und du bist ja gerade tatsächlich in der Biozertifizierung, dass du spezielle Sorten, die du hier hast, als Bio-Saatgut in Kürze anbieten kannst. Haben wir auch schon, vielleicht auch bei uns. Ja. Schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen deine Tomaten an. Also die Tomate an sich ist hochfaszinierend. Also die hat mich schon früh gepackt. Ich habe, glaube ich, mit 8 Jahren angefangen, so mit den ersten Tomaten. Mhm. Opa hat mich halt rangeführt. Und ja, die Tomate ist jetzt im Endeffekt ein Puzzlestück zum Ganzen. Denn letzten Endes, ich schreibe in meinem Buch von einem Stein, der ins Rollen gebracht wurde. Ich habe mit der Selbstversorgung angefangen. Danach ist ein Buch entstanden. Jetzt wird hier ein Biobetrieb entstehen. Es wird Saatgut entstehen. Der Stein, der einmal ins Rollen gebracht wurde, der rollt. Und wenn der Stein einmal rollt und die Leidenschaft dabei ist, dann kommen schöne Sachen dabei raus. Und hier hängen schöne Sachen. Tomaten. Oh ja, oh ja.
30 Tomatensorten circa hast du dieses Jahr. Richtig. Und das sind alles ganz spezielle Tomatensorten, die du über die Jahre festgestellt hast, das sind super Sorten, beziehungsweise du hast auch ein bisschen mitgekreuzt, ne? Ja, das ist richtig. Also das ist so ein bisschen so meine Leidenschaft. Also ein Teil der Tomatensorten, die ich übernommen habe, sind von meinem Großvater. Er hat den ersten Grundstein gesetzt, 50 Jahre lang hat er das betrieben. Und da kommt zum Beispiel hier diese Datteltomate her, eine rote Datteltomate, die ihren Ursprung als Ursprungsland Sizilien hat. Und ja, aus der haben sich viele verschiedene Datteln entwickelt. Also die Datterino di Pacino wäre jetzt eine zum Beispiel, die man nennen könnte. Die ist standortgeschützt. Eine wunderbare Tomate, die sich gut trocknen lässt. Man kann sie für Tomatensoße verwenden, aber auch wunderbar als Snacktomate. Und ansonsten habe ich noch andere Sorten, also das selbst gekreuzte Sorten. Seit 4-5 Jahren beschäftige ich mich mit dem Kreuzen von Tomatensorten. Da habe ich eigene Sorten hervorgebracht. Eine ganz tolle habe ich dieses Jahr vorgestellt. Das ist die San Pizzuolo. Die siehst du jetzt hier. Das ist für mich so die perfekte Tomate. Okay. Die ist die perfekte Tomate, weil sie ein perfektes Aroma hat. Sie ist nicht zu invasiv, nicht zu stark, nicht zu süß, hat wenig Säure, eignet sich für Tomatensoße, hat eine super Lagerfähigkeit, sie hat eine gute Transportfähigkeit. Die Schale, die ist hauchdünn, also man spürt sie gar nicht. Und die Tomate schmeckt halt einmalig gut und sie ist sehr ertragreich. Dann probieren wir die jetzt. Natürlich mal. Probieren wir die. Mhm. Toll. So muss Tomate schmecken. Ja, also ganz genau wie du sagst. Die Schale, du merkst da nichts. Und dieses Aroma, super. Nicht dieses, die kleinen hier, diese Datteltomaten, die sind ja wirklich ziemlich süß. Ja. Aber in der anderen ist noch viel mehr Aroma drin. Das ist richtig. Schwer zu beschreiben immer bei Tomaten, allgemein bei sowas, wie schmeckt was. Aber echt eine tolle Tomate, vielleicht kommt die ja irgendwann mal auf den Markt. Also das Ziel ist es definitiv, die auf den Markt zu bringen, aber leider ist es nun mal so, dass die Saatgutverordnung natürlich schon ein ziemlicher Blocker ist. Also man muss dazu sagen, Leute, ich müsste 4.000 bis 15.000 Euro auf den Tisch legen, damit meine Sorte überhaupt erst anerkannt wird und in den Handel kommen könnte. Mhm. Beim besten Willen, wo soll ich denn 15.000 Euro hernehmen? Ja, also, musst du das viel muss Saatgut ich, für verkaufen, ne? Ja, und ich muss das doch jedes Jahr auf den Tisch jedes legen. Jedes Jahr? Ja. Ah. Aus dem Grund und aus meiner rebellischen Natur heraus habe ich mich eher dazu entschlossen, diese Tomatensorte als Open Seed, also als Open Source Tomate, für alle zugänglich zu machen. Wie die San Viva. Genau, wie die San Viva oder die Viva Roma, andere Sorten, die von anderen Züchtern halt als Gemeingut zur Verfügung gestellt wurden. Und genau dasselbe werde ich mit dieser Tomate auch machen. Auch um ein bisschen was meinem Protest oder meinem Unmut so ein bisschen laufen zu lassen, was die Saatgutverkehrsordnung angeht. Mhm. Ist alles sehr bürokratisch und kompliziert. Ja, nicht ohne. Wen haben wir denn hier noch? Das hier ist eine sehr, sehr alte deutsche Sorte. Das ist die Goldene Königin. Und die sieht nicht nur hübsch aus, die schmeckt auch ganz gut. Gehört zu den Fleischtomaten. Es ist eine sehr, sehr schöne Sorte. Sie ist sehr beliebt. Also die ist jetzt nicht so selten. Gehört aber zu den alten Sorten, die erhaltenswürdig sind. Ja, ich würde sagen, nett, aber nach der einen von eben. Nein, wenn du die San Pizzuolo gegessen hast, schmeckt dir fast keine andere Tomate mehr. Aber ähnlich ist es auch mit der Datteltomate. Wenn du die gegessen hast, schmecken die anderen Tomaten eben einfach, ja, geschmackloser. Ne? Aber hier geht es sich ja auch darum, Vielfalt zu erhalten. Es geht sich nicht immer nur um den Geschmack. Und nicht immer ist nur der Geschmack das entscheidende Kriterium, warum ich eine Tomatensorte weiter erhalte. Es gibt einige Sorten, die erhalte ich nur, weil andere Züchter große Arbeit geleistet haben oder andere Saatgutretter wie Wolfgang Krämer. Der hat tolle Sorten erhalten. Nimmst du jetzt die German Gold von ihm? Das ist eine Knallertomate. Die ist super, die haben wir auch. Jeder, der sie probiert hat. Wahnsinn. Ja, das ist einfach eine Tomate. Du isst sie und sagst, mein Gott, schmeckt super. Du bist verliebt super. In diese Tomate. Ja, du bist verliebt in die Tomate. Dann gibt es andere Tomaten. Nimmst du jetzt die Goldene Königin. Ich liebe die Optik. Ich liebe dieses Filigrane, dieses Durchsichtige. Du schneidest die Tomate auf und hast ein kleines Kunstwerk vor dir. Ne? Es ist eine sehr, sehr schöne, ansprechende Tomate, die natürlich nicht mit dem Geschmack einer San Pizzuolo oder dem Datterino mithalten kann. Das muss man einfach dazu sagen. Aber es ist auch eine andere Klasse an Tomate. Ne? So spricht der wahre Tomatenenthusiast. Ja, Leidenschaft pur. Ne? Ja. Tomaten sind für mich Faszination. Ich bin schon seit Kindheit angepackt von der Tomate. Und ja, das zieht sich halt durch mein ganzes Leben. Auch wo ich keinen Garten hatte, habe ich trotzdem Tomaten angebaut. Ob es jetzt im Balkon war, auf der Terrasse oder sonst wo. Irgendwo habe ich immer Tomaten angebaut. Hast du denn in deinem Buch, ich weiß ja von Instagram, da stellst du manchmal vor, dass du diese Sugo,
Ja, Passata. Passata? Ja. Ist das Rezept in deinem Buch drin? Ja, das Rezept ist in meinem Buch. Und da kann man auch lernen, wie man wirklich Tomatensoße macht, die sich auch lange hält. Denn die Passata, das Rezept in meiner Passata, wenn man wirklich die Hygiene beachtet, dann können diese Gläser auch locker 10, 15 Jahre alt werden. Und wenn man es richtig macht, ist es aber auch wichtig, und das wird auch in dem Buch erklärt, dass man nicht alle Tomaten zusammenmischt. Es gibt Tomaten, die sich dafür eignen und Tomaten, die sich weniger dafür eignen. Mhm. Und was das A und O ist, ist das Abschöpfen des Wassers. Denn Tomaten werfen viel Wasser. Und aus 5 Kilo Tomaten entsorge ich 2 bis 3 Liter Wasser, bevor ich dann daraus, was übrig bleibt, überhaupt erst Tomatensoße werden lasse. Okay. Es muss eine feste Konsistenz bekommen, also kein Wasser, sondern es muss schon mousseartig werden. Dann ist die Haltbarkeit wesentlich höher und das Aroma auch wesentlich besser. Und zu den Tomaten, die man dafür am besten verwendet, ich habe ja hier die DB Rau oder den roten Spitzel, San Marzano. Das sind klassische Markttomaten und die eignen sich ideal zum Herstellen von Tomatensoße. Im Vergleich zu vielen anderen Tomaten, wie jetzt, das hier wäre jetzt eher eine Cocktailtomate. Aber weil die ein gutes Aroma hat, die Datterino, kannst du sie wunderbar beimengen. Mhm. Und wenn man wirklich die Sache auf die Spitze treibt, dann fängst du irgendwann an, bestimmte Kombinationen an Tomaten miteinander zu kombinieren, um zu gucken, wie das Resultat der Tomatensoße wird. Okay. Und glaub mir, man kann Unterschiede feststellen, wenn man bestimmte Kombinationen eingeht. Richtig toll sind da Kombinationen aus roter Spitzel, DB Rau und Datterino. Das ist ein Traum. Das ist meiner Meinung nach mit die beste Passata. Aber San Pizzuolo, die wird neue Maßstäbe setzen, weil das ist eine Tomate, die alleine schon für einen herrlichen Sugo sorgen kann. Ja, Wahnsinn. Also das ist nochmal eine ganz andere Stufe an Begeisterung für Tomaten. Ja, Tomaten sind cool. So, pass auf. Lass mal sehen, dass das Video nicht zu lange wird. Wie gesagt, wir könnten noch stundenlang sprechen. Ja. Wie gesagt, diesem Mann auf jeden Fall auf Instagram folgen. Ja. Sein Buch gibt es ab heute auch bei uns im Shop. Und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Ich weiß, du bist sehr knapp mit deiner Zeit. In der Zeit, wo wir jetzt hier gequatscht haben, hättest du auch schon wieder 5-6 Stunden Gartenarbeit machen können. Ja, aber es war ein sympathisches Gespräch. Und fand ich auch. Toll, hat mir gefallen. Vielen Dank. Ja, und in diesem Sinne, wie immer, hat euch dieses Video gefallen. Gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Tschüss.